bietet ein Bunkerbauwerk Räume für enthemmte Feierwütige? Oder ist es doch mehr Idee als Wirklichkeit? Kann eine Vision ein Viertel verändern? Oder muss sich die Vision dem Viertel anpassen? Schafft es kalter Beton hinter verschlossenen Schleusen, das Tanzparkett für provinzielle Kulturschaffende zu werden? Genügen die bis zum Platzen gespannten Nähte der Kaiserstadt überhaupt einem weitsichtigen Hirngespinst? Fragen, die sich lohnen, gestellt zu werden und die nicht in den Köpfen einiger weniger beantwortet werden möchten. Sie möchten gestellt werden, indem sie ausprobiert werden. Thank you.
Mein Name ist Markus Baum. Ich lehre und forsche in Aachen zu Fragen der Gesellschaftswissenschaften, der Sozialphilosophie und der ästhetischen Theorie und bin momentan zugleich ein Kooperationspartner der Stadt Aachen, für die ich im Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration in der Planungsabteilung tätig bin. Darüber hinaus bin ich in Aachen seit einigen Jahren als Veranstalter aktiv und organisiere und bucke Konzerte und Partys, aber auch darüber hinausgehend Ausstellungen, Vortragsreihen, Filmvorführungen und Kolloquien, in deren Rahmen sich auch mit Fragen der Stadtgestaltung und der Kulturlandschaft auseinandergesetzt werden kann. Mein Name ist Emilie Bopana Mudimu und ich bin Sozialpädagogin, Aktivistin und Poetin. Hauptberuflich leite ich gemeinsam mit meinem Ehemann Sebastian Walter den Kings Corner e.V. Das ist ein soziokulturelles Jugendzentrum mit Sitz in der Königstraße 46. Und ansonsten gebe ich freiberuflich antirassistische Trainings, Seminare, Workshops, interkulturelle Kompetenz-Workshops und beschäftige mich auch sehr viel mit queer-feministischen Themen und auch mit Empowerment vor allem von schwarzen Menschen. Gebe dort eben auch in dem Bereich Empowerment-Workshop und bin in Verbindung mit meiner Tätigkeit im King's Corner auch kunstpädagogisch an Schulen oder mit Jugendlichen und verschiedenen Gruppen und schreibe dort vor allem an Rap-Texten und Poesie und übe mit jungen Menschen kreatives Schreiben. Mein Name ist Maurice Funken, ich bin der künstlerische Leiter und Direktor des Neuen Aachener Kunstvereins. Der Neue Aachener Kunstverein steht für Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Wir präsentieren regionale, nationale und internationale Positionen, aufstrebende Künstler, aber auch etablierte Positionen, vielleicht Wiederentdeckungen von Künstlern, die in Vergessenheit geraten sind. Und ein großes Anliegen bei uns ist natürlich auch Nachwuchsförderung. Mein Name ist Oliver Beckert. Geboren bin ich am 11.03.1981 in Burtscheid, aber groß geworden bin ich im Herzen vom Ostviertel. Ich sehe mich als Künstler, wobei die Kunst ein sehr, sehr schwieriger Begriff ist. Für mich ist die Kunst deshalb unwahrscheinlich wichtig, wie es das Wort sagt, künstlerische Freiheit. Man hat endlich, ohne irgendwas ausgeben zu müssen, eine fiktive Freiheit, die man nutzen kann und dann oft entfliehen kann, rauskommen aus dem Alltag. Und deswegen, ich mache Musik, mache Kurzvideos und ich halte mich jetzt auch nicht thematisch an eine Sache fest, sondern nutze den ganzen Rahmen der künstlerischen Freiheit. Was ist mein Insider-Tipp für Aachen? Also völlig uneigennützig möchte ich natürlich jetzt sagen, der Neue Aachener Kunstverein, weil wir ehrlich gesagt am Publikum hier in Aachen noch zugewinnen können. Und ich finde, alle Leute, die den Kunstverein verpassen, sollten sich das eigentlich mal anschauen. Diese Frage zu beantworten setzt ein bisschen voraus, dass ich mir selbst anmaße, ein großes Insider-Wissen zu haben. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Gleichwohl kann ich versuchen, ein paar Tipps zu geben. Ich denke, wenn man sich für Fragen der Kultur und aber auch der Politik interessiert, dann ist das Autonome Zentrum ein ganz guter Ort, um sich zu vernetzen, aber auch Kultur- und Politikangebote wahrnehmen zu können. Wenn man sich für Fragen der Kultur und Kunst, aber auch dezidierter der zeitgenössischen Kunst interessiert, dann ist der Neue Aachener Kunstverein eine Anlaufstelle, wo man auch durchaus Mitglied werden kann und wo immer ganz schöne Vernissagen stattfinden, die auch gelegentlich mit Musik untermalt sind. Ich würde sagen, da ich ja auch eher im jugendpolitischen und Jugendkulturbereich arbeite, kann ich natürlich auch den King's Corner empfehlen als Geheimtipp oder Tipp, vor allem für Menschen, die sich eben auch für Hip-Hop-Kultur interessieren und sich da auch mit gleichgesinnten, gleichaltrigen, interessierten Musikmenschen zusammentun möchten. Aber ansonsten gibt es ja unterschiedliche junge Initiativen, wie zum Beispiel The Base e.V. Und Orte wie auch der Bunker, wo einfach nochmal ältere Geschichte neu aufgewertet wird, neue Räume geschaffen werden in älteren Strukturen und dadurch halt auch unterschiedliche Facetten der Gesellschaft zusammenkommen. Ganz klar, die Kunstszene stark auszubauen. Warum sollten wir die Kunstszene stark ausbauen? Weil viele Geschäfte schließen, weil viele Möglichkeiten einfach oft nicht mehr gegeben sind und, wie ich es eben bereits erwähnt habe, wir die künstlerische Freiheit nutzen, um wirklich mal wieder viele Facetten des Alltags fallen zu lassen.
Was mich an Aachen interessiert, was mir in Aachen gefällt und was mich an Aachen stört. Man kann Menschen einfach in Aachen nochmal anders begegnen, als vielleicht auch an größeren Orten tatsächlich. Und was ich nicht so sehr mag, ist, super, super viel Verkehr gibt in Aachen. Ich liebe an dieser Stadt, dass es wirklich noch viele Menschen gibt, die ähnlich schwierige Situationen zu beklagen haben und dass dadurch der Zusammenhalt ziemlich groß ist. Ich bemängel aber, dass sehr, sehr wenig für gerade sozial schwache Menschen im Raum Aachen getan wird. Was mich an Aachen interessiert oder was mir in Aachen gefällt, ist, dass Aachen eine Stadt der kurzen Wege ist. Das heißt, dass viele Veranstaltungs-, Kultur- und Politikorte doch innerhalb einer kurzen Zeit fußläufig zu erreichen sind und man nicht auf Bus und Bahn angewiesen ist, selbst wenn man mal innerhalb eines Abends den Veranstaltungsort wechseln will. Dazu gehört für mich auch, dass Aachen sehr dezentral organisiert ist. Sprich, dass viele der Veranstaltungsorte sich nicht an einem Ort knubbeln oder in einem Zentrum liegen, sondern sich über die verschiedenen Quartiere der Stadt Aachen verteilen, sodass man nicht immer im selben Ort ein- und auskehren muss, wenn man Veranstaltungen besuchen will. Was mich an Aachen stört, ist, dass insbesondere in den letzten vielleicht 20 bis 10 Jahren, wenn ich das richtig beurteilen kann, viele Kulturorte gestorben sind, zumachen mussten, ich denke dann im Malteserkeller, aber auch an den Jakobshof und nicht viel Unterstützung von Seiten der Stadt und auch der generellen Stadtgesellschaft erfahren haben. Aber das ist ein Prozess, der sich in den letzten 2-3 Jahren geändert hat, wenn ich das richtig einschätze, aber etwas, was mich die letzten Jahre dann doch eher gestört hat. Aachen hat Potenzial, Aachen hat eine junge kreative Szene, die es, glaube ich, zu fördern gilt und die es zu finden gilt. Was mich stört, ist, dass die Politik da bisher noch nicht mitspielt. Ich hoffe, das wird sich in naher Zukunft ändern und darauf baue ich.
Welche Potenziale hat Aachen? Um diese Frage zu beantworten, muss ich leider etwas ausholen und erstmal ein paar Herausforderungen skizzieren, vor deren Horizont erst ersichtlich wird, welche Potenziale es gibt und wieso es sinnvoll ist, diese Potenziale zu benennen. Aachen ist wie viele Städte Deutschlands damit konfrontiert, dass im Zuge der neoliberalen Umgestaltung von Städten in den 1990er Jahren den Städten sukzessive das Geld ausgegangen ist und man auf die Idee kam, aufgrund der zugleich sinkenden Bewohneranzahl von Städten Grund und Boden und Wohnraum zu verkaufen, das heißt zu privatisieren, sie in den Markt zu überführen. Da nun aber Städte wieder wachsen und das schon seit 10 Jahren und Aachen nicht nur eine Hochschulstadt ist, sondern eine Hochschulenstadt, entsteht in Aachen sukzessive ein riesiger Druck auf den Wohnungsmarkt, den unter anderem Menschen spüren, die über wenige finanzielle Ressourcen verfügen oder Transferleistungen beziehen. Diese Situation kann in Aachen auch nicht dadurch gelöst werden, dass man anbaut, weil Aachen in einem Kessel liegt, sodass der Anbau dadurch verhindert wird, dass Lüftungsschneisen erhalten bleiben müssen. Das ist eine Situation, die dafür sorgt, dass es ein durchaus legitimes Interesse an Wohnraum gibt und zugleich eine Situation, von der ausgehend man sich die Frage stellen muss, inwiefern die Interesse von Kulturschaffenden nach kulturellen Freiräumen diesen Interessen nach Wohnraum nicht vielleicht sogar entgegenstehen. Nun glaube ich aber auch, dass es durchaus Potenziale gibt, damit umzugehen. Wir haben zum einen in Aachen verschiedene Gruppen, die sich gut organisieren, auch in großen Bündnissen vernetzen und die durchaus in der Lage sind, sehr klar ihre Interessen zu artikulieren und bottom-up nach oben in den politischen Prozess und die Verwaltung einzuspeisen. Und auch Gruppen, die sehr reflektiert sind, was diese verschiedenen Interessen nach Wohnen und Kultur angeht. Zugleich ist es gelungen, mit Frau Burgdorf eine Baudezernentin für die Stadtverwaltung zu gewinnen, die sich meines Erachtens sehr dadurch auszeichnet, ein offenes Ohr für diese verschiedenen Interessen zu haben und auch diese Interessen ernst zu nehmen und sie in einen politischen Prozess zu moderieren, sodass am Ende hoffentlich ein Ergebnis herauskommt, das allen Interessen und Ansprüchen genügt. Meines Erachtens ist gerade das Büchel oder dieses Büchel-Projekt ein Projekt, wo sich zeigen wird, inwiefern das gelingt, weil da der Anspruch ist, Wohnen im hochpreisigen und niedrigpreisigen Segment zu kombinieren mit freiem Kulturraum und auch der um die Ecke gelegenen Prostitution in dem Sinne gerecht zu werden, dass sie nicht an den Rand der Stadt verdrängt wird und da in die Illegalität abwandern muss. Idealerweise läuft dieser Prozess dann gut und am Ende entsteht ein schöner urbaner Ort mit einer wundervollen zivilgesellschaftlichen und kulturellen Stadt. In Aachen eigentlich das größte ungenutzte Potenzial sind die Menschen, die kreativ sind, die Ideen haben, die praktisch in Do-it-yourself sich einbringen möchten. Und ich glaube, jetzt eine große Parallele auch zum Kunstverein zu sehen, weil der Kunstverein ist aus einer ähnlichen Idee entstanden. Und ich glaube, etablierte Strukturen kann man damit gut aufbrechen, nicht unbedingt unterwandern, aber ergänzen und ich glaube so eben Aachen zu etwas Spannenderem, etwas Interessanterem gestalten. Aachen bringt schon eine super große Vielfalt mit sich. Alleine durch die Anbindung und die Nähe zu Niederlande und zu Belgien natürlich, aber eben auch eine sprachliche Vielfalt, die sich dadurch bedingt, dass eben sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen in Aachen zu Hause sind. Gleichzeitig sehe ich eben aber auch, dass eben diese ganzen verschiedenen Menschen leider nicht oft genug zusammen in Räume kommen, um sich auszutauschen. Und das meine ich jetzt nicht wirklich nur, um sich darüber auszutauschen, was man irgendwie isst oder welche Gerichte es irgendwie in bestimmten Nationalitäten gibt, sondern eben auch tiefgründige Gespräche, Gespräche, die dazu führen, dass Verständnis auf unterschiedlichen Ebenen und auf unterschiedlichen Seiten überhaupt entstehen kann. Und da denke ich einfach, kann Aachen auf jeden Fall, gibt es einfach noch mal viel mehr Potenzial nach oben. Ebenfalls sehe ich auch, dass es sehr viele junge KünstlerInnen vor allem gibt, die sehr talentiert sind, die sehr viel Potenzial mitbringen, sehr viel Drang haben, auch die Stadt mitzugestalten künstlerisch.
und eben aber auch auf der anderen Seite damit konfrontiert sind, dass es nicht genügend Plätze und Orte gibt, wo sie kreativ sein können, wo sie sich mit Gleichgesinnten austauschen können, wo sie sich einfach eben auch in ihrem künstlerischen Sein entfalten können und ihre Ideen realisieren können. Und was da einfach dazu führt, dass teilweise wirklich richtig gute Menschen dann eben nach dem Studium beispielsweise oder eben auch für Studium oder die Ausbildung woanders hingehen, weil sie dort eben andere Potenziale sehen. Und da sehe ich einfach eben auch ein Potenzial, was Aachen dann leider auch verloren geht und was wir halt eben auch als Stadt auf eine bestimmte Art und Weise auffangen müssen, um eben nicht so viele gute Menschen zu verlieren, die eben auch einfach eine schöne Stadt mitgestalten können. Ich glaube, dass wir in Aachen ziemlich viel Potenzial verschenken. Denn wenn ich jetzt mal überlege und ins Ostviertel schaue, wie viele Leute ihre Zeit an Drogen, an Oberflächlichkeiten verschwenden. Und gerade da ist wahnsinniges Potenzial. Ich glaube, dass wir eine ähnliche Entwicklung wie Leipzig zum Beispiel durchleben könnten, wenn ein gewisses Mindset hier endlich mal integriert werden könnte. Und dafür ist ein Austausch im sozialen Sinne unwahrscheinlich wichtig. Aber sollte man das irgendwann mal hinbekommen, dann haben wir wahnsinniges Potenzial, uns kreativ hier zu entfalten. Vor der Corona-Pandemie und dem Lockdown eine positive Entwicklung in Aachen gegeben? Und wie sehen die Gefahren und Chancen nach dem Lockdown für diese Entwicklung aus? Ich würde auf jeden Fall ja sagen, weil besonders in den letzten 5 Jahren sehr viele
neue, junge Initiativen entstanden sind, die auch unterschiedliche Veranstaltungsformate organisiert haben, Festivals organisiert haben, eben auch innovative Ideen mit in die Stadt reingebracht haben. Und ich glaube eben auch, dass das auf jeden Fall weiter wachsen kann. Was ich eben aber auch sehe, dass durch Corona viele Menschen vereinsamen und eben auch daran gewohnt sind, alleine zu sein und in eigenen vier Wänden zu sein und natürlich auch erstmal nach Corona die Motivation, die Inspiration haben müssen, wieder rauszukommen, was natürlich auch für die Kreativwirtschaft auch bedeutet, dass viel, viel mehr Arbeit und Zeit und all dies da reingesteckt werden muss, um Angebote attraktiv für Menschen zu gestalten. Und das kann eben nur gelingen, wenn es Unterstützung gibt, seitens der Stadt beispielsweise. Aber eben noch wichtiger ist, dass eben die Kulturschaffenden in Aachen sich zusammenschließen, zusammenstehen, sich unterstützen in den Dingen, die sie tun möchten, und wir es hoffentlich auch alles schaffen, nach Corona auch wieder am Start zu sein. Viele Künstler aus meinem engeren Freundeskreis sind der Meinung, dass es vor der Corona-Krise einen leichten Aufschwung gab, künstlerisch in der künstlerischen Kultur, und ich muss da wirklich einen Cut reinsetzen. Ich bin da überhaupt gar nicht der Meinung. Wenn ich mal überlege, wie viele professionelle Künstler ich vorher gar keinen Bezug zu hatte, weil sie einfach von Termin zu Termin gehetzt, gestresst sind, und jetzt sitze ich privat in meinem Wohnzimmer und darf mich mit professionellen Künstlern austauschen. Andere Möglichkeiten, diese digitalen Möglichkeiten des schnellen Videos hin und her schicken, das ist ein Potenzial, man kann es nutzen oder nicht. Leider sind viele Künstler, die Kunst darin, viel Geld zu verdienen, aber das ist nicht der Geist der Kunst. Vor Corona hat sich die Kulturlandschaft in Aachen nach Aufschwung angefühlt. Ob ich diese Meinung teile, kann ich nicht unbedingt bestätigen. Ich finde, gerade in Aachen sind Strukturen eingefahren. Gilt es, Dinge wirklich neu anzugehen? Gilt es, Dinge auch wieder dahin zurückzuführen, wo sie einmal waren? Also ich denke hier an universitäre Situationen. Geisteswissenschaften sind leider auf dem absteigenden Ast. Ich denke daran, dass eine Clubkultur in Aachen wirklich ausstirbt, bis auf wenige Ausnahmefälle ist da eigentlich nichts mehr vorhanden, und eine lebendige Stadt braucht eigentlich solche Dinge, und der Aufschwung eigentlich in meiner Sicht, der müsste noch kommen. Meines Erachtens kann man die Frage am Anfang sehr klar mit Ja beantworten. Denn innerhalb der letzten 2-3 Jahre haben sich in Aachen unheimlich viele verschiedene Gruppen gegründet, gebildet, die unterschiedliche politische und kulturelle Interessen vertreten und auch große Bündnisse geschlossen haben und da sehr viel Aufmerksamkeit in der Stadt erzeugt haben, sodass man über alle Maßen hinaus froh sein kann, dass sich das in den letzten 3-2 Jahren in Aachen ereignet hat und die Kultur- und politische Landschaft sehr gestärkt hat. Die Gefahr dieser Pandemie besteht natürlich zum einen darin, dass der Lockdown gerade Orte, die sich selbst finanzieren müssen, dass diese Orte pleite gehen, weil die Mittel, die vom Staat zur Verfügung gestellt werden, ja nicht ganz so ideal fließen, und da eine große Gefahr besteht, dass gerade eröffnete Orte oder länger existierende Orte diesen Lockdown nicht überleben. Gleichwohl bin ich aber durchaus auch hoffnungsfroh, weil ja Prozesse der Stadtgestaltung auch gerade weitergehen. Das Büchel hatte ich ja eben genannt. Und wie man auch sieht, durch diese Hello Creators Veranstaltung eben auch Vernetzungspotenziale neu geschaffen werden und auch dafür gesorgt wird, dass der Kulturbetrieb nicht vergessen wird. Was ich gerne noch loswerden möchte, ist tatsächlich an die ZuschauerInnen, HörerInnen zu appellieren, auch vor allem in diesen Corona-Zeiten eben lokale Institutionen, Vereine, Einrichtungen, vor allem diese, die sich halt eben auch selbst finanzieren, zu unterstützen. Und mit Unterstützung ist natürlich auf einer Weise auch Spendengelder beispielsweise gemeint, aber auf der anderen Seite eben auch solche Dinge wie Inhalte, Arbeit der Kulturschaffenden zu teilen, aufmerksam darauf zu machen,
eben aber auch vielleicht so lange aufmerksam drauf zu machen, bis alles wieder öffnen kann und bis Menschen wieder rausgehen können, dass sie einfach diese Orte nicht in Vergessenheit geraten und auch irgendwie im Bewusstsein ist, dass diese Orte eben auch nach Corona weiter bestehen. Eigentlich möchte ich nur sagen, dass Aachen viel mehr könnte, als es eigentlich gerade den Anschein hat. Ich hoffe darauf, dass sich das ändert. Ich hoffe darauf, dass Leute eigene Initiative zeigen, dass eigene Initiativen fruchten, dass wir vielleicht auch zusammen eigentlich die ganze freie Szene das angehen könnten, weil ich glaube, gemeinsam kann man eher hier etwas bewegen. Und ich finde eigentlich, dass da mehr passieren müsste. Und gerade Kooperationen zwischen den unterschiedlichen Partnern, auch zwischen städtischen Institutionen und eben der freien Szene. Ich glaube, da liegt eigentlich der Schlüssel. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist eigentlich, dass wir eine reiche Geschichte haben in Aachen und dass wir zurückschauen sollen. Und wir schauen bitte nicht wieder zurück zu Kaiser Karl und den ganzen Pferden und dem Reitsport und diesem ganzen Blödsinn, sondern wir müssen eigentlich was Neues finden. Und das Neue, glaube ich, wenn sich das nicht finden lässt, dann funktioniert die Stadt nicht. Und da müssen wir dran arbeiten, zusammen. Ich empfehle allen Menschen, die sich in Aachen kulturell und politisch engagieren wollen, zwei Dinge ganz grundsätzlich. Wer an der Stadtgestaltung partizipieren will, kommt nicht darum, sich mit anderen zu organisieren, das heißt Gruppen zu bilden und sich darüber hinaus mit anderen zu vernetzen. Denn nur diese Form politischen Handelns ermöglicht, die gemeinsam geteilte Welt auch gemeinsam einzurichten. Die zweite Empfehlung, die ich ausspreche, ist die, nicht immer direkt in die nächstgrößere, in die nächstbessere Stadt oder in eine Metropole zu ziehen, weil da das Kulturangebot besser ist. Denn erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn man in diese Städte zieht, zwar vielleicht ein besseres Kulturprogramm genießen kann, man aber sehr schnell in die Haltung der Konsumierenden zurückverfällt und sich an Stadtgestaltungsprozessen gar nicht mehr beteiligt. Das heißt, mein Plädoyer ist hier, auch mal durchzuhalten, in durchzustrecken und sich an der Stadtgestaltung vor Ort zu beteiligen und für alle die Stadt lebenswerter zu gestalten. Der Bunker in der Scheibenstraße hat für mich ein wahnsinnig großes Potenzial, insofern, dass man unterschiedlichste Kulturkreise miteinander verbinden kann. Und so hat sowohl das eine Klientel was von als auch das andere. Ich glaube ganz fest dran, dass für die persönliche Weiterentwicklung ganz wichtig ist, auch sich mal eine andere Seite der Medaille anzuschauen. Ne? So, dass ich jetzt sage, aus sozial besser gestellten Verhältnismäßigkeiten die Leute genauso willkommen sind als die Leute hier im Ostviertel. Und das Idealbild ist einfach, dass die Menschen sich austauschen und das Verständnis einfach nicht erstickt, sondern erwächst. Und das ist das Potenzial hier. Raum für Raum arbeiten junge Menschen daran, Fragen zu beantworten. Am Zenit des Zeitgeschehens übersetzen sie die Idee eines vielfarbigen Kulturzentrums ins Mögliche. Die Wirklichkeit holt die Vision ein und das Herz unter hartem Beton beginnt zu schlagen.